Herzlich willkommen heute Abend hier in Nürnberg. Medien, Kunst und Kultur können nur dann wirksam sein und Menschen erreichen und auch Menschen verbinden, wenn sie sich frei entfalten können. Und nur das, was sich frei entfaltet, kann auch vielfältig sein. Das, was wir hier heute Abend machen, diskutieren über eine solche Kulturhauptstadtbewerbung, diskutieren über Kunst und Kultur und die freie Rede, die auch heute Abend erlaubt ist, spätestens auch dann, wenn Sie mitdiskutieren, erscheint uns so selbstverständlich. Und auch uns, die wir über solche Ereignisse regelmäßig berichten, hier in Deutschland, in Bayern, in Franken, auch selbstverständlich. Aber in Anbetracht dessen, was sich momentan in der Welt tut und gar nicht so weit weg von uns passiert und teilweise auch noch in Europa passiert, mit der Freiheit von Kunst, Medien und Kultur, ist es dann doch nicht ganz so selbstverständlich. Und vielleicht ist es auch ein Anlass, heute mal kurz darüber nachzudenken, zum Beginn in das neue Arbeitsjahr sozusagen nach den Ferien, unter welchen positiven und glücklichen Umständen wir hier eigentlich Kultur, Kunst und Stadtentwicklung betreiben können. Let's Talk, dem geht natürlich voraus, dass wir erstmal Let's Listen machen, bevor wir sprechen. Wir sind auch gerade in dieser Phase, was die Kulturhauptstadtbewerbung angeht. Wir hören hinein und wir hören vor allem andere Menschen, die uns Fachwissen vermitteln können, Erfahrungen vermitteln können auf dem Weg zu einer solchen Bewerbung. Denn wie jeder weiß, der sich schon mal irgendwo beworben hat, die Bewerbung muss nicht nur passen, sie muss richtig gut sein. Und heutzutage muss sie sogar ganz besonders auffallen, um zwischen den anderen Bastjob-Bewerbungen irgendwo hervorzustechen. Und so ist es heute auch. Ich darf recht herzlich ein Podium begrüßen, das noch gar nicht da sitzt, aber dann nach dem Fachvortrag, nach dem Initialvortrag dort sitzen wird. Ladies first, Professor Dr. Julia Lehner muss ich, glaube ich, in diesen Kreisen in Nürnberg nicht mehr vorstellen. Wir waren heute auch schon zusammen, nicht auf der Bühne, aber im Denberger Hoftheater, wo sie auch schon diesen Funken transportiert hat, diese Initialzündung, die sie ja auch persönlich mit initiiert hat, wenn man die Geschichte der Kulturhauptstadtbewegung mal zur Bewerbung zurückverfolgt. Auf der anderen Seite Philipp Zerweck darf ich herzlich begrüßen von der Initiative NÜ 2025. Eine Initiative, die noch gar nicht so alt ist. Ich glaube 18 Monate, wenn man es genau zusammenrechnet und die sich vor allem die Bürgerbeteiligung in diesem Prozess auf die Fahnen geschrieben hat und die Mobilisierung der Bürger. Das werden wir nachher im Gespräch noch erfahren. Und unser Ehrengast kommt heute aus Österreich. Gottfried Wagner kann nämlich beurteilen, wie eine solche Jury arbeitet, wie sie auswählt, nach welchen Kriterien sie eine Bewerbung untersucht und letztendlich dann bewertet. Er ist, weil ich heute schon gefragt wurde, auch schon nicht der Urenkel von Wolfgang Wagner, von Richard Wagner, nein, so rum, genau. Also nur eine Namensgleichheit, nicht verwandt und nicht verschwägert. Dazu hätte er auch Oberfranke sein müssen und nicht Österreicher. Er ist Kulturmanager, er ist Kulturberater, er ist Kulturfachmann. Und er war schon mehrfach Mitglied einer solchen internationalen Jury. Wie die zusammengesetzt wird, nach welchen Kriterien sie entscheidet, werden wir noch hören von jemandem, der tatsächlich aus berufenem Munde berichten darf. Ich weiß nicht, ob es Einschränkungen gibt, ob sie über alles berichten dürfen. Aber es ist für uns natürlich sehr spannend zu erfahren, die Kulturhauptstadtbewerbung aus Sicht der Jury. Herr Wagner, bitte. Vielen Dank. Ja, das Missverständnis mit den Vorfahren, in Wirklichkeit habe ich wie jeder gute Österreicher tschechische Vorfahren und die hießen Martinu, so wie der Bohuslav Martinu, und aus derselben Stadt, in der Nähe von Brno. Ja, und das führt mich gleich zur Sprache. Wenn Sie mich nicht verstehen sollten, müssen Sie winken, denn was uns verbindet, ist ja, oder was uns trennt, ist die gemeinsame Sprache, wie Karl Kraus gesagt hat. Also wenn es allzu wienerisch wird, dann müssen Sie mich bitte warnen. Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank, Frau Professor Lehner, für die Einladung nach Nürnberg. Ich finde das eine große Ehre und auch eine außergewöhnlich spannende Herausforderung. Ich habe heute Gelegenheit gehabt, mir die Stadt genauer anzusehen und bin so hin und her gerissen zwischen Begeisterung und der Frage, auf Österreichisch, was brauchen Sie das? Die sind eh so gut aufgestellt. Aber dazu später. Die Kulturhauptstadt ist in der Tat, wenn es gelingt, für jede Stadt ein faszinierendes Projekt.
Am meisten hat mich beeindruckt der Prozess und dann die Performance von Marseille zum Beispiel. Und um ein deutsches Beispiel zu nennen, Essen war großartig. Ich habe aber auch Abstürze erlebt. Ich sage mal, Patras war kein großer Erfolg. Košice, da haben sich die politischen Verhältnisse so geändert, dass eine sehr, sehr dynamische Antragstellung dann plötzlich an Gewicht und an Substanz verloren hat. Und ein weiteres Beispiel, wo die Nachhaltigkeit so schlecht geglückt ist, war Peach. Peach hat eine gute Performance abgeliefert, glaube ich. Heute leiden sie darunter, dass es im Nachklang zu wenig Unterstützung gibt, dass der Tourismus nicht so floriert, wie man sich das vorgestellt hat. Also es gibt wirklich Sternenflüge und es gibt Abstürze. Die Entscheidungen der Jury, um das gleich vorweg zu sagen, sind nicht immer logisch. Die sind manchmal, wie man so schön sagt, psychologisch. Und es hängt dann von verschiedenen Faktoren ab, die man gar nicht voraussagen kann. Das ist, hat auch etwas Entlastendes. Denn sollte es bei einer Stadt nicht klappen, dann war es trotzdem vielleicht eine fantastische Bewerbung. Und die wird sich auch in der Kulturstrategie und in anderen städtischen Strategien weiter fortpflanzen. Also es ist manchmal auch so etwas wie höherer Zufall, ob eine Stadt gewählt wird oder nicht. Hier in Nürnberg ist die Herausforderung, glaube ich, ganz anders als in kleinen Ländern. Um nicht jetzt Paphos zu zitieren auf Zypern, oder andere kleine Länder wie die Slowakei oder Slowenien, ihr Partner. In Deutschland haben sie eine Reihe von sehr, sehr starken Konkurrenten. Und ich glaube, die Herausforderung für Nürnberg ist ganz speziell, und vor allem auch erwartet sich Europa, wie Sie sich vorstellen können, angesichts der gesamtpolitischen Situation von Deutschland, auch im Kulturbereich und im städtischen Signal, eine ganz besondere Leistung. Ja, ich werde meine Präsentation in drei Abschnitte gliedern. Der erste ist, was hilft der Bewerbung, was hilft weniger oder gar nicht. Der zweite Punkt, auf Englisch SWOT. Stärken, Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats. Wo sind Sie wirklich gut? Wo sind Sie schwach? Haben Sie das auch ausreichend analysiert? Wissen Sie um Ihre Stärken und um Ihre Schwächen tatsächlich? Und der dritte Punkt ist dann einige spezielle Fragen zur Rolle von Nürnberg. Ich werde morgen die Gelegenheit haben, noch ein Gespräch zu führen. Da möchte ich dann ein bisschen mehr ins Detail gehen, was Nürnberg betrifft, aber hier vielleicht ein paar Andeutungen machen. Meine Perspektive ist also, wie gesagt, eine des Jurymitglieds, aber auch eines an dem Prozess ungemein Interessierten. Wir haben das Glück gehabt in Österreich in den letzten Jahren, dass wir zwei kleine Städte, Graz und Linz, eigentlich erlebt haben als eine tolle Performance. Und da hat der Spruch von Bruno Kreisky zugetroffen, mach dich nicht so klein, du bist nicht so groß. Die haben aus ihrer relativen Kleinheit erstaunlich viel gemacht. Bei Nürnberg kann ich das noch schwer einschätzen. Sind Sie eine Großstadt oder nicht? Sind Sie Provinz oder sind Sie Metropolregion? Ich glaube, da ist etwas im Entstehen und vielleicht ist der Prozess der Kulturhauptstadt dafür ja auch ganz wichtig. Ich würde Sie aber auch bitten, stellenweise mir bei einem Gedankenexperiment zu folgen, so als wären wir schon fast an der Situation. Also als würde das, was Sie vorbereitet haben, und ich habe viel gelesen, mir die Videos angeschaut von den bisherigen Veranstaltungen, als wären wir eigentlich schon ziemlich weit. Was würde man da als Eindruck mitnehmen? So, zweiter Teil der Einleitung, ein paar ketzerische Worte. Ich sehe jetzt schon hervorragendes, man möchte fast sagen deutsches Verwaltungshandeln. Offenbar Good Governance. Die Stadt scheint prima verwaltet zu sein. Und wenn man die Tourismusinformation besucht, wie ich das heute früh gemacht habe nach dem Bahnhof, und verlangt nach den Kulturprogrammen, ein Wahnsinn, was man da alles angeboten bekommt. Es ist unglaublich. Institutionen, Programme, Festivals, kleine, große. Und dann noch lese ich über gewaltige Infrastrukturinvestitionen, Konzerthaus, Oper, Zeppelinfeld. Hunderte von Millionen, wenn ich falsch liege, korrigieren Sie mich bitte. Also viel, viel Geld. Solides Verwaltungshandeln, aber auch offenbar ein Bewusstsein über notwendige Veränderungen. Aber was mir noch nicht so ganz klar ist,
was wird dabei am Ende des Prozesses rausschauen? Im schlimmsten Fall more of the same. Mehr von dieser Güte, die Sie jetzt schon haben. Und das wäre nicht überzeugend. Und ich werde auf den Punkt insistieren, denn ich glaube wirklich, Sie brauchen etwas Unerwartetes, etwas ganz Neues, das Ihre Stadt verändert. Was hilft? Erster Teil. Da gibt es ein paar Dinge, die sind ganz selbstverständlich. Die Bewerbung muss authentisch sein. Die muss glaubwürdig sein. Da muss klar sein, da steht, was am Papier steht, auch in der Realität, dem gegenüber. Die Jury muss spüren, dass sie den Prozess ernst genommen haben. Und ich glaube, das kann man deutlich sagen, das ist jetzt schon der Fall. Und sie müssen auch die Jury ernst nehmen, auch wenn nicht alle Mitglieder der Jury immer ihren Traumvorstellungen von dem Juror entsprechen werden. Es ist selbstverständlich, dass sie eine gute Verwaltung zugrunde liegen haben und dass die Verwaltung auch die Kapazität und das Management hat, um so ein Riesenprojekt zu stemmen. Das heißt auch die Solidität der Finanzen. Alles das, glaube ich, ist in Nürnberg gut erfüllt. Zweiter Punkt ist schon ein bisschen schwieriger. Sie brauchen nämlich Ideen und Sie brauchen wahrscheinlich eine Kernidee. Und die muss, wie man so schön auf Englisch sagt, cutting edge sein. Die muss wirklich beißen. Da muss klar sein, da geht es um etwas Wichtiges. Die muss auch tief genug bohren in die Probleme, in die Auseinandersetzungen. Sie müssen den Zeitgeist spüren und darauf reagieren. Dritter Punkt, da ist wieder mehr selbstverständlich. Sie brauchen Ownership. Es muss sozusagen die Zivilgesellschaft, die Wirtschaft, die Universität sofern vorhanden, die Kirchen, die Parteien etc., die müssen dieses Projekt besitzen wollen. Das muss man auch spüren, das muss man auch sehen in den Unterlagen. Es genügt nicht, dass es von einer wichtigen Gruppe kommt, es müssen viele Stakeholder ihren klaren und deutlichen Willen ausgedrückt haben und auch unterstreichen durch Zusagen verschiedener Art, dass sie dieses Projekt wirklich für sinnvoll halten für die Stadt. Die Nachhaltigkeit ist sowieso klar, da braucht man nicht viel drüber reden. Was passiert nach diesem Jahr 2025? Was hat die Stadt davon? Das muss klare, distinkte, in kartesianischen Dimensionen aufgeschrieben sein. Und es braucht eine starke Kulturszene. Jetzt bin ich groß geworden mit Hermann Glaser, Soziokultur, Begriffen von Kultur für alle. Und ich habe das Gefühl, in Nürnberg gibt es unglaublich viel kulturelle, kulturpolitische Stärken aus der Vergangenheit, die in die Gegenwart hineinreichen. Soziokulturelle Zentren, es ist eine sehr reiche Stadt. Die Textur ist sehr vielschichtig. Ich weiß noch zu wenig darüber, wie viel Exzellenz diese Stadt produziert, sodass jemand in Aberdeen oder in Toledo oder in Taormina oder in Paris sagt, ich fahre nach Nürnberg, schaue ich mir an. Der vierte Punkt ist wieder ein etwas herausfordernderer. Wie schaut es aus mit dem Verhältnis zwischen Realismus und Mut? Sie brauchen, um zu gewinnen, glaube ich, in der deutschen Situation Glück, aber auch Mut. Das heißt, Sie brauchen starke Individuen als Träger so einer Bewerbung, die sich trauen, Dinge zu denken und zu realisieren, die bisher so noch nicht realisiert worden sind. Das heißt, man braucht politische Exzellenz, Good Governance, und man braucht künstlerische Exzellenz oder kulturelle Exzellenz, Expertise. Am schwierigsten zu beantworten im Fall von Nürnberg zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist, wieso brauchen Sie den Titel? Also wenn jetzt die Entscheidung fallen würde, würde ich sagen, es ist noch nicht klar, warum Sie den Titel wollen und warum Sie ihn brauchen. Es gibt gute Hinweise drauf, aber die sind mir, ich spüre die noch nicht so ganz. Und die Folgefrage ist dann, braucht Europa Nürnberg? Und da, glaube ich, liegt ein Potenzial, das meiner Meinung nach unbedingt gehoben gehört. Ja, also das geht jetzt sehr schnell, aber ich könnte es begründen, ich werde es auch noch ein Stück begründen. Sie können der europäischen Debatte heute, glaube ich, wieder einiges dazufügen, Wesentliches dazufügen.
was hilft weniger oder gar nicht. Ich fange bei den einfachen Dingen an, die betreffen nicht Nürnberg. Ich habe Städte erlebt, da ist die Jury mit dem Hubschrauber über die Stadt geflogen worden und dann zu Luxusdinners eingeladen worden. Also da hat man so Kuscheln mit der Jury ausprobiert, die sind es natürlich dann auch nicht geworden. Es gibt arrogante Städte, auch Hauptstädte, ich nenne jetzt keinen Namen, die durchgefallen sind, weil ihre Bewerbungen einfach zu arrogant waren. Selbstverständlich steht uns dieser Titel zu, wir sind so stark. Wir haben 2 Theater, 5 Orchester, wir haben Riesenfestivals, wir haben alles. Ja, selbstverständlich, wir sind groß, wir sind die wichtigste Stadt im Land. Genügt nicht. Das Darstellen des wirtschaftlichen Potenzials hinter solchen Anträgen reicht auch nicht. Ich habe erlebt, dass eine Stadt, eine wichtige französische Stadt, die Unterstützung eines der größten Konzerne Europas hatte. Der Direktor ist mit dem beantragenden Team vor die Jury getreten und hat versprochen, was er alles finanzieren wird. Die Stadt ist es nicht geworden. Die finanziellen Voraussetzungen sind nicht ausreichend. Sie sind wichtig, aber sie sind nicht ausreichend. Politische Klüngelei habe ich auch ein paar Mal erlebt. Das sind alles Dinge, die mit Nürnberg nichts zu tun haben. Der zweite Punkt. Manche verkaufen ihre Bewerbungen mehrfach oder verkaufen die Produkte mehrfach. Was sowieso schon geschehen ist oder geschehen wird, wird dann in die Kulturhauptstadtbewerbung hineingeschrieben und das reicht allein auch noch nicht aus, dann ist die Decke zu dünn. Man spürt dann auch eine gewisse Unsicherheit und manchmal auch eine große Hohlheit. Da ist nicht viel dahinter. Und manchmal sind die Juroren schon sehr erfahrene Leute, die bohren dann nach. Tragisch ist es, wenn eine Stadt eine wunderbare Bitbook, also so ein Antragsbuch verfasst hat, in der Präsentation aber dann aus psychologischen Gründen oder weil man die falschen taktischen Entscheidungen getroffen hat, nicht gut genug war. Weil dann ist die Gefahr, dass man fragt, ja, wozu braucht die Stadt das eigentlich, wenn so viel Unsicherheit damit eine Rolle spielt, gegeben. Ja, und der wichtigste Punkt, aber da wiederhole ich mich jetzt schon, die Strategie. Ist sie klar oder ist sie unklar? Ist sie mager oder ist sie wirklich gedrängt von Realität und Realismus und von Mut? Ist sie fad, bieder, allzu konservativ, nur traditionell oder behauptet sie einen Avantgardismus, der der Stadt nicht ansteht? Also was ist die Strategie für die Stadt XYZ? Damit komme ich zum zweiten Teil, zu den Stärken, Schwächen, Chancen und Gefahren. Zunächst der Blick auf die potenziellen Konkurrenten in Deutschland in diesem Fall. Ich glaube, dass Sie die Stärken und Schwächen Nürnbergs schon komparatistisch auch im Vergleich sehen müssen. Es gibt wahrscheinlich Städte unter den 10 Bewerbern, die Strukturschwächen haben und sich ganz auf diese Stadtentwicklungsschiene setzen werden. Ökonomisch, sozialpolitisch, aber auch architektonisch. Also der klassische Mix einer Stadtentwicklung. Da sollten Sie vielleicht nicht alles auf diese Karte setzen. Das kann mit ein wesentlicher Teil sein, aber nicht ausschlaggebend sein. Es gibt Städte wie Kassel, die einfach im Netzwerken vom internationalen Kunstbetrieb unschlagbar sind. Durch die Documenta und durch die Anstrengungen auch zwischendurch, jetzt mit dem Documenta-Institut zum Beispiel. Aber ich glaube, aus den bisherigen Unterlagen gesehen zu haben, dass sie sowieso nicht ausschließlich auf die Karte der Kunst vor der Kunst SEG setzen. Migration als Thema, Heimat, Identität. Ich weiß nicht, was Dresden machen wird, aber mit den Problemen, die die haben in gesellschaftlicher Hinsicht, entweder vermeiden sie es, dann wird die Jury sagen, und was ist mit euren Widersprüchen? Oder sie sprechen die Widersprüche sehr klug an und gehen auf diese Frage, was heißt heute Identität? Und dann werden sie wahrscheinlich eine sehr starke Bewerbung abgeben. Also ich würde auch nicht alles auf die Karte Identität und Migration und Fremdheit setzen oder Gemeinsamkeit setzen. Das kann eine wichtige
Rolle spielen, aber als Subthema, nicht als Thema. Zweiter Punkt. Stichwort radikal. Ich habe in manchen Unterlagen von Nürnberg gelesen, dass die Bewerbung in gewisser Weise radikal sein muss, dass man zumindest in dem Prozess radikale Fragen wird stellen müssen über die Stärken und die Schwächen, über die Fantasien, wo Nürnberg sein soll in 10 Jahren, in 20 Jahren. Ich habe sogar gelesen, dass man umlernen muss und dass es Herausforderungen gibt, die wahrscheinlich sogar wehtun, ja wehtun müssen, aber mir wurde nicht ganz klar, was das sein soll. Also dieses Wehtun, diese Radikalität habe ich bis jetzt noch nicht gespürt. Vielleicht muss man es nicht sein, dann würde ich mit dem Wort vorsichtiger sein. Oder, was ich eher glaube, man sollte schon im Denken zumindest über die Stärken und die Schwächen und die Unique Selling Position, diese Alleinstellungsmerkmale, da sollte man wirklich mutig sein und radikal und es nicht in Watte packen. Das Image von Nürnberg, dritter Punkt, ist, glaube ich, ein ambivalentes. Nicht nur international, sondern auch national. Meine Frau wohnt in Bochum und ich habe viele Freunde im Ruhrgebiet. Und wenn ich mit denen über Nürnberg spreche, also ich habe den Eindruck, es ist noch nicht so richtig klar, was Nürnberg eigentlich ist, kann und können wird. Und können wird wollen und müssen. Ich gehe jetzt nicht ins Detail, aber die Ambivalenz ist ein Thema. Ein anderes Thema könnte sein, Sie haben keine volle Universität hier. Macht das was? Macht das nichts? Wollen Sie eine Universität? Ja. Wie geht sich das zeitlich aus? Wie kann die Universität, das studentische, professorale Publikum in diesen Prozess einbezogen werden? Eine wichtige Frage. Saturiertheit. Nürnberg wirkt, obwohl sie Schulden haben, eigentlich als eine sehr gediegene, wohlhabende, wohlanständige Stadt mit bestimmten Randrisiken, aber eigentlich eher saturiert. Wieder die Frage, wo bleibt dann oder wo kriegen Sie die Schärfe her für dieses Gericht, das Sie dann international zum Verkosten bringen wollen? Wo ist die absolute Einzigartigkeit Ihres Vorschlags? Daraus folgt jetzt ein Gedankenexperiment. Bitte versetzen Sie sich kurz in die Rolle von Juroren, Jurymitgliedern, die nicht aus Deutschland kommen. Das sind 12 Mitglieder, ernannt von den diversen Institutionen, Kommission, Europäisches Parlament, Ausschuss der Regionen, Rat, aber es sind 10 Nicht-Deutsche. Es kann England sein, es kann Malta sein, es kann Österreich sein, es kann Spanien sein und so weiter. Versetzen Sie sich bitte mal mit mir in den nächsten 2 Minuten in die folgende Fahrt. Welche Assoziationen bringen denn internationale Juroren über diese schöne, interessante, geschichtsträchtige Stadt mit? Sie haben sicher jetzt Bilder im Kopf und ich glaube, die könnten ein bisschen sich decken, überlappen. Welche Assoziationen bringen Leute zu Nürnberg mit? Damit muss man nämlich auch arbeiten. Zweite Frage. Was denken die Nürnberger eigentlich, fragt sich die Jury, was tatsächlich ganz spezifisch nürnbergerisch ist? Weiß ich nicht, ob da die Antworten auf dem imaginären Schirm, wenn man das sehen könnte, sich noch so decken. Dritte Frage. Wie ist denn die Situation als Jurymitglied? Wie ist tatsächlich die Situation von Nürnberg heute? Was erzählen uns denn die Bewerbungsleiter? Welche Geschichte erzählen die und was ist tatsächlich der Fall? Und wie liegt denn Nürnberg eingebettet in dieses Europa? Die vierte Frage ist auch sehr heikel. Was ist die eigentliche Motivation, dass sie sich bewerben? Und wenn diese Frage klar beantwortet ist, gibt es dafür die notwendige, passende Leadership. Und das ist mein Lieblings,
Vokabel in dem Zusammenhang. Ich glaube tatsächlich, dass es einen unglaublich guten Mix braucht von Leadership zwischen sicherheitsspendender, kontrollbewusster Verwaltung und unabhängiger Kreativität, Fantasie und Denken. Sie brauchen, da schweife ich jetzt ab, Sie brauchen auch ein Stück Expertise von draußen, einen Blick von draußen. Denn wie der Oliver Scheidt schon gesagt hat beim letzten Gespräch oder vorletzten Gespräch, Sie müssen die Jury überzeugen, 12 Juroren überzeugen. Ja, in welchem Kontext bewirbt sich Nürnberg für Sie als Juror? Wo sind wir heute? Wo stehen wir 2025? In welchem europäischen Kontext bildet sich denn diese Bewerbung heraus? Inklusive der Neudefinition Europas, dem Neuerfinden nahezu von der Rolle von Nationalstaaten und auch Städten. Städte werden eine wahrscheinlich ganz wichtige Rolle spielen in der zukünftigen Textur und Geflecht von Europa. Vorletzte Frage der Juroren an die Nürnberger wird sein, haben die wirklich ein klares Bild über ihre Stärken und Schwächen? Haben sie es richtig analysiert? Und vor allem, haben sie die Strukturen, die sie als Management anbieten, richtig analysiert, um diese Frage klug und effektiv beantworten zu können? Warum also Nürnberg? Ich komme zum allerletzten Teil. Ein paar Fragen, offene Fragen, vielleicht doch noch in der Diskussion zu vertiefen. Ich habe einen Film gesehen auf BBC, der Nico Degenkolb hat mir den geschickt. Entzückend. Zwei Engländer übersiedeln nach Nürnberg und wollen Deutschland verstehen. Entzückender Film. Und dann sagt er einmal, we go to the most German city. Jetzt werden Sie sagen, das haben wir schon aus der Geschichte gehört, das ist irgendwie, passt uns nicht so sehr. Aber meine Damen und Herren, vielleicht stimmt das. Sie sind tatsächlich eine deutsche Stadt von ganz besonderem Zuschnitt. Die gibt es so auch gar nicht woanders in Deutschland. Und Sie haben aus dieser Geschichte, die äußerst widersprüchlich verlaufen ist, unglaublich viel gemacht und haben immer noch tolle Aspirationen, es noch besser zu machen. Also, German City, eine deutsche Stadt in Europa, kann man damit was anfangen? Der zweite Punkt ist, wie kontrollieren Sie, wie definieren Sie das Verhältnis zwischen Kontrolle und Innovation oder Risiko? Oder in anderen Worten, wie machen Sie es, dass die Verwaltungslogik, die meistens das Erwartbare bevorzugt, weil es Sicherheit verspricht, mit der Freiheit von Querdenkern und Querproduzenten zusammengeht, produktiv zusammengeht, mutige Künstler und mutige Experten und die Zivilgesellschaft. Nächste Frage. Ich habe gelesen, Kultur ist ein Thema. Das hat mich ein bisschen aufgeschreckt, weil Kultur ist kein Thema bei der Kulturhauptstadt. Es handelt sich um die europäische Kulturhauptstadt. Alles andere wäre eine internationale Bauausstellung oder eine Stadtentwicklungskonferenz, die ein Jahr lang dauert. Sie müssen, glaube ich, schon die Entwicklung der Stadt durch die Linse der Kultur und der Kunst sehen. Und Sie brauchen dazu den Mut, risikoreich auch zu delegieren und die klügsten Köpfe in diese Projekte mit einzubeziehen. Was sind die mutigen Europaträume, die Sie andenken oder schon angedacht haben? Und welche Voraussetzungen schaffen Sie, diese zu realisieren? Und da komme ich jetzt vielleicht zum heikelsten und schwierigsten Punkt am Schluss. Also erste These ist, es hat was zu... Die Assoziationen, die Menschen mitbringen über Nürnberg, die haben was zu tun mit der Vergangenheit in der Mitte des 20. Jahrhunderts. Sie haben aber auch was zu tun mit Dürer. Und sie haben auch was zu tun, wenn sie hierher kommen und das Reichsparteitagsgelände sehen,
mit welcher unglaublichen Cleverness und Mut der Günter Domenik, glaube ich, war der Architekt, diesen Speer durch dieses Gelände getrieben hat. Das ist einmalig in Europa. Das ist unglaublich stark. Also die Auseinandersetzung, ich weiß schon, dass die Nürnberger wahrscheinlich schon genug haben von der Debatte, aber die Assoziationen, die die Menschen mitbringen, die gehen in die Richtung. Da muss man etwas damit machen. Wenn sie es auslassen in der Bewerbung oder an den Rand drängen, wenn die sagen, Moment, wo sind wir? In Nürnberg. Wenn sie es überbetonen, werden die Bürger sagen, das ist nicht unsere Bewerbung. Aber es muss vorkommen. Und ich glaube, da backt man besser den Stier bei den Hörnern und sagt, es ist eine deutsche Stadt, die wahnsinnig viel erlebt hat und die aus dieser Geschichte das jetzt das Tollste gemacht hat. Zweiter Punkt ist, es hat was zu tun mit der Zeit. Diese Stadt ist geprägt von einer unglaublichen Dichte von Zeit als Kategorie. Mittelalter, unglaublich, Dürer. Sie kennen die Geschichte besser als ich. Dann kommt diese verdammte Geschichte mit dem Nationalsozialismus. Und dann kommt die Geschichte der Deindustrialisierung oder teilweisen Deindustrialisierung, der Umdefinition dieser Stadt. Und Sie wollen alle mit dem Projekt, nämlich, nehme ich an, eine noch bessere Zukunft für eine deutsche Stadt wie Nürnberg in Europa. Und diese Zeitperspektive halte ich für ganz wichtig für die Beantragungsmöglichkeit, also ein Beispiel, wenn man das als Zeitreise gestaltet, bringen Sie alles unter, was Ihnen wichtig ist, nämlich vor allem auch die Zukunft. Nicht ausweichen, aber den Stier bei den Hörnern packen und damit in die Zukunft fahren. Und unter dem Motiv, ich will das jetzt nicht ausführen, kann man vieles Schönes unterbringen. Aber der Cutting Edge wird nur sein, wenn es sich unterscheidet. Und unterscheiden wird sich es auch, eben noch einmal letzter Satz, durch das Zusammenspiel von sehr gutem Verwaltungshandeln und intellektueller und künstlerischer und kultureller Freiheit. Ja, soweit. Hoffe ich, habe nicht wahnsinnig überzogen. Danke vielmals. Expertise von außen, meine Damen und Herren. Gottfried Wagner, vielen herzlichen Dank. Ich darf Sie gleich bitten, auf dem Podium zu bleiben und darf Professor Dr. Lehner dazu bitten und Philipp Zerwig auch, dass wir hier in der Mitte Platz nehmen. Wir haben zwei Mikrofone, die wir uns so ein bisschen teilen müssen. Paritätisch. Bitte schön, nehmen Sie Platz. Ja, einige, um nicht zu sagen viele, offene Fragen, zum Teil provokant gestellt, aber zum Teil harren Sie tatsächlich noch der Beantwortung. Expertise von außen haben wir uns heute eben auch geholt. Und Herr Wagner, vielleicht, Sie haben von Abstürzen und von Sternenflügen gesprochen ganz am Anfang. Paphos und Aarhus sind jetzt sozusagen im zweiten Drittel ihrer Zeit als Kulturhauptstadt. Haben Sie Informationen, wie diese beiden Städte ihre Aufgabe erfüllt haben und ihrer Bewerbung entsprochen sind, obwohl es eben noch gar nicht vorbei ist? Aber es ist ja auch interessant, vielleicht in ein solches Jahr mal kurz hineinzublicken, wenn es jetzt Herbst wird. Mein Eindruck ist, dass Paphos das ganz gut macht für seine Potenziale und für die Kleinheit und auch das kluge Konzept mit diesem Open Air. Also das ist ein maßgeschneidertes Projekt für eine relativ kleine, touristisch orientierte Stadt. Ich finde das ganz gelungen. Aarhus finde ich spannend, mutig, aber ist auch nicht mit Nürnberg zu vergleichen. Ich glaube, die Herausforderung von Nürnberg ist noch viel größer. Sie sind, glaube ich, auch größer. Doch, ja. Professor Lehner, vorhin lief ja die Diskussion, wo sind wir irgendwo? Jetzt haben wir auch noch mal kurz über die Größe der Stadt, die Bedeutung gesprochen. Also sind wir Provinz oder sind wir tatsächlich eine Metropolregion? Sind wir eine zweite Landeshauptstadt, was uns auch schon vorgeworfen wurde als Nürnbergern? Also tatsächlich, wo sehen Sie Nürnberg? Hat sich der Prozess auch dazu geeignet, der bisherige, mal eine Antwort auf diese Frage zu geben? Also ich hätte eigentlich auf die Frage geantwortet, warum machen Sie das oder warum wollen Sie das machen, wenn ich persönlich darauf antworten dürfte, dann genau aus diesem Grund unter anderem, wie Sie sagten, man kommt hierher und ist eigentlich völlig verwundert, wie gut die Stadt aufgestellt ist, wie reichhaltig unser Kulturprogramm ist, man wird schier erschlagen an der Kultur oder an der Tourismusinformation, nur
Keiner weiß es. Nicht keiner, aber viel zu wenig. Das ist die Erfahrung, die ich seit meiner Amtszeit mache, nunmehr seit 15 Jahren, in all den Gremien, in denen ich überregional sitze. Ob das Deutscher Städtetag ist, ja in Bayern sowieso nicht, aber Deutscher Städtetag, Kulturpolitische Gesellschaft, daher kennen wir uns ja auch eigenartig. In der Zwischenzeit sagen die alle immer, ach, lass doch mal das der Frau Lehner erzählen, was es alles in Nürnberg gibt. Also die Probleme, die andere haben, haben wir entweder schon längst gelöst oder beziehungsweise Themen von denen, die sich verabschiedet haben, die haben wir gewendet. Es ist für mich immer unglaublich und es tut mir so in der Seele als Kulturpolitikerin weh, dass wir immer unterschätzt werden. Und alleine das würde ich so gerne einmal durch diese Gelegenheit Europa erzählen wollen. Es gibt natürlich noch viele andere Gründe mehr, zu sagen, ey, wir haben hier so viel. Wir können mit Recht sagen, wir sind zweite Landeshauptstadt. Wir haben eigentlich Dinge, die wir nicht nur oder nicht nur ich, sondern die wir einfach auch gesellschaftspolitisch so gewendet und so vorbereiten konnten, dass wir Gott sei Dank nicht über Pegida reden mussten hier. Und das war die Kraft der Kultur, die das erreicht hat. Und es schmerzt mich in der Tat das Gefühl, dass das einfach viel zu wenige wissen und vor allem von außerhalb viel zu wenige schätzen. Vielen Dank. Was mich zu der Frage führt, Herr Zerweck, Sie haben jetzt natürlich sich das auf die Fahnen geschrieben mit der Bürgerbeteiligung. Sie haben sicherlich auch schon hineingehört und mit vielen Bürgern gesprochen. Könnte genau diese Zurückhaltung, dieses fränkische Understatement oder dieses Bastscho, wir sind zufrieden mit dem, was wir haben, tatsächlich auch ein Hindernis sein, dass wir auch nicht nur eine deutsche Stadt sind, sondern eine zutiefst fränkische? Also erstmal glaube ich, dass aus dieser Haltung, die häufig, wie gerade von Ihnen beschrieben wird, eigentlich was anderes spricht, nämlich Zufriedenheit. Und das passt schon ist nicht, naja, sondern das passt schon ist, ich lebe hier gern und es ist super und es gibt jetzt nicht so viel, was man unbedingt drehen will oder verändern will. Also insofern glaube ich nicht, dass es eine Bräsigkeit ist oder so, was die uns im Weg steht, sondern es ist mehr dieses auch sich emanzipieren von München, auch wenn es jetzt vielleicht manche Leute sagen, ich kann es nicht mehr hören, aber dass wir die Stadtmauer haben, ist ein glücklicher Zufall, dass uns München eben klein halten wollte. Wir haben es am Anfang kurz besprochen, seit 18 Monaten gibt es diese Initiative, die einzige, die jetzt strukturell sich mal als Plattform so definiert hat, die auch schon so arbeitet. Haben Sie das Gefühl, dass das Thema in der Bevölkerung schon angekommen ist, wie weit es diffundiert ist oder stehen wir ganz am Anfang? Also wir können nicht für die Bürger reden generell, also dieses Platzett haben wir einfach nicht. Wie viele sind denn dabei jetzt offiziell? Also im Moment sind wir 300 Leute, die sich angemeldet haben auf unseren Newsletter und das ist das Einzige, worüber wir es kontrollieren können. Ganz einfach, weil wir kein Verein sind oder wie auch immer. Aber auf den Plänen, wenn ich jetzt mal überlege, was in den letzten 18 Monaten gelaufen ist, schätze ich eher, dass wir roundabout 400 Leute hatten, die bereits bei unseren Plänen waren. Und auch bei uns ist es so, dass wir langsam losrollen. Kultur- und Kreativleute sind immer Leute, die sehr schnell Ergebnisse haben wollen, sehr schnell Projekte haben wollen. Und da haben wir, nachdem wir das erste Ziel erreicht hatten, wir hatten uns ja gegründet, damit sich Nürnberg bewirbt. Jetzt hat Nürnberg das beschlossen. Dann mussten wir uns eben neu aufstellen, neue Ziele suchen. Und das wird jetzt eben umstellen auf den Dauerlauf. Also das wird ein Marathon, das wird 8 Jahre gehen. Ungefähr, sicherlich. Und da bedeutet es schon, dass auch wir eben jetzt nicht sprinten können. Und da wir alle Ehrenamtliche sind, die das neben Job und Familie her und ich weiß nicht, was noch alles ansteht, machen, können wir nicht so schnell, wie wir ganz gerne wollten. Aber ich glaube, wir waren schneller als die Stadt bisher. Immerhin sagen Sie ja, die Bewerbung wird scheitern, wenn sie keine Bewerbung der Bürger sein wird. Naja, das sagen nicht wir, sondern das sagt die EU. Das steht knallhart als Kriterium einfach drin, ja, im Paragraph 5, Absatz 5 des Beschlusses. Und die Frage ist ja nicht, ob Nürnberg eine Bürgerbeteiligung braucht, sondern ich denke, dass, und das geht in dieser Antwort, was kann Nürnberg eben Europa geben, genau diese Frage, wie wir Bürgerpartizipation in Zukunft gestalten, eine ist, die eine Antwort bedeutet.
Das heißt, es geht jetzt nicht darum, irgendwelche Mechanismen ablaufen zu lassen, die die EU vorgegeben hat, sondern es geht darum, dass wir gemeinsam eben eine Kultur des Miteinanders und des Miteinander-Erlebens und des Miteinander-Vorwärtsgehen und des Miteinander-Zukunft-Entdecken neu definieren, weil, es ging mir auch so, bin jetzt 50 Jahre alt und bis vor eineinhalb Jahren war ich relativ unpolitisch, weil es ja irgendwie alles gepasst hat. Es war 25 Jahre lang alles gut. Ja? Das Ende der Geschichte wurde ausgerufen in den 90er Jahren und jetzt haben wir wieder eine Geschichte, die wir zu schreiben haben. Und das müssen wir Bürger machen. Und warum wir oder einige von uns sich eben massiv da engagieren, ist, weil wir glauben, dass Nürnberg aus seiner Geschichte heraus, Humanismus und so weiter, als Gen immer eine Bürgerstadt war. Und das unterscheidet uns von vielen anderen Städten. Und so fühlt sich auch die Kultur an. Das unterscheidet sich, ich habe lange Zeit in Kassel gelebt. Wer in Kassel gelebt hat, weiß, dass das immer noch so ein Obrigkeitsdenken in der Kulturszene drin ist. Und das haben wir nicht, auch dank Hermann Glaser, der die richtigen Weichen gestellt hat damals. Und aus diesem Gemengelage eine freie Reichsstadt, eine Stadt, die immer von den Bürgern für die Bürger gemacht worden ist, und dann auch natürlich die jüngere Geschichte, die da drüber gegangen ist, kann man vielleicht aus Nürnberg eben genau das zimmern, was Europa im Moment als Antwort braucht, eine Gesellschaft von den Bürgern für die Bürger. Das Überraschende wurde auch angesprochen in der Bewerbung, denn dass wir Alleinstellungsmerkmale haben, Sie sind Historikerin, Frau Professor Lehner, ist natürlich klar. Wir wissen, die Stadt der Reichstage, wir haben die mittelalterliche Geschichte letztes Jahr erst gefeiert mit 700 Jahren Karl IV. Wir haben dieses einzigartige Menschheitsverbrechen zu bewältigen und wir haben letztendlich auch ein Stück juristische Geschichte auch schon aufgearbeitet. Wie können wir mit dem Begriff Zeitreise und Deutsch da vielleicht noch mal eins draufsetzen und sagen, wo ist tatsächlich diese Klammer, die das alles zusammenbindet? Ist Ihnen das, ist das in Sichtweite? Ist das in der Zukunft? Mir hat sehr gut gefallen, dass Sie sagten oder uns noch einmal vor Augen geführt haben, dass also Nürnberg tatsächlich die deutsche Stadt wäre. Anhand der Stadt, anhand dieses genetischen Fingerabdrucks der Stadt, ist tatsächlich die Geschichte Deutschlands abzulesen. Und das ist ein Pfund, das ist eine Qualität, die es bestimmt auch gilt, an der Stelle insofern weiterzutragen oder weiterzuerzählen, dass sie eben in einer Gesellschaft, die sich immer mehr durchmischt, in der einfach sich Menschen verständlicherweise hier in diese Gesellschaft einfügen, die das A nicht wissen können und deren Identität das ja auch nicht ist. Und zunächst nicht ist. Und ich meine, das ist das Spannende im Umgang mit dieser komprimierten Geschichte, also wie wir heute sagen, dieses Narrativ, tatsächlich das so aufzubereiten, dass es die nächste Generation nicht nur versteht, sondern dass sie sie mitnimmt und aus der entscheidende Weichen im Sinne Europas stellen kann. Und ich meine, das könnte eine wunderbare Herausforderung sein, die man eben im Zuge dieser Bewerbung angeht. Ob man sie je bewältigt, ist die zweite Frage, aber darauf bin ich insbesondere gespannt. Also noch einmal dieser Blick zurück, im Vorwärts zu gehen und zu sagen, wie bringe ich das an die Menschen hin, wie erkläre ich das und bringe das vor allem in die Vermittlung so ein, dass es angenommen werden kann, dass eine Auseinandersetzung damit passieren kann. Und dazu, da bin ich auch wieder bei Ihnen, Herr Wagner, dazu braucht es auch die Exzellenz von außen. Das wäre falsch, wenn wir das nur aus dem eigenen Beritt, aus dem eigenen Denken heraus tun würden. Hier brauchen wir auf jeden Fall die Kompetenz, den Scheinwerfer von außen noch einmal drauf zu leuchten und uns dabei zu helfen, wie man diese Vermittlungsarbeit einfach in die Zukunft bringt. Vielen Dank. Allerdings werden wir dann beim Brainstorming, wenn wir diese Runde jetzt mal als solche auffassen, wenn wir mal über eine Schlagzeile, eine Themenklammer spinnen, tatsächlich beim Brennglas der Geschichte, dass wir hier eigentlich zwischen dem Reichsparteitagsgelände und der Nürnberger Burg die deutscheste aller Geschichten haben, sichtbar haben, daraus im Endeffekt ein Ist-Zustand entwickelt wurde und wir jetzt sagen können, wenn ihr mit uns dieses Jahr begeht, müsstet ihr eigentlich von selber wissen, wie es in der Zukunft weitergeht, oder?
Darf ich das auch mal so provokant fragen? Ich habe den letzten Teil, also die Frage habe ich nicht. Schlüsse selber aus dem, was wir sind, und das ist unsere Empfehlung für die Zukunft. Oder müssen wir den Weg weisen, was wir aus diesem Brennglas an Folgerungen ziehen? Also das ist, glaube ich, eine komplexe Geschichte, die man aber in der Bewerbung einfacher darstellen kann. Ich glaube, Sie haben was ganz Wichtiges gesagt. Wir erleben derzeit sowas wie eine Wiederentdeckung von Geschichte, von der Bedeutung von Geschichte. Das war eine Zeit lang anything goes, Postmoderne, ja, da ein Zitat, dort ein Zitat und so weiter. Das ist mit dem Neoliberalismus Hand in Hand gegangen. Jetzt merken wir, dass bestimmter Grundkonsens in unserer Gesellschaft, aber nicht nur in Deutschland oder in Nürnberg oder in Frankreich, ins Bröseln gerät, ja, und dass sich die Leute mit den alten Narrativen sozusagen nicht mehr anfreunden können und dass sie verzweifelte Auswege suchen aus sozialpolitischen oder sonst welchen Bedrängnissen in ganz atavistische, ursprüngliche Zugehörigkeitsgefühle, ja, zum Beispiel die Nation. Heute bei dem Durchgang durch dieses von Domenic gestaltete Museum ist mir klar geworden, um Gottes Willen, da gibt es unglaubliche Parallelen mit dem, was man in manchen Ländern jetzt wieder beobachtet. Kann. Natürlich nicht, noch nicht, Gott sei Dank, mit diesen katastrophalen Auswirkungen, aber, und da meine ich eben, dass man das nicht moralisierend gestalten soll, nicht im Sinn von Schuldaufarbeitung zum x-ten Male, sondern im Sinn von, was heißt es für einen Ort in der Zeit, dass er durch so viel durchgegangen ist und dass die Menschen sich wieder heute aus der Zufriedenheit die Frage stellen, und was machen unsere Kinder in 2030 und in 2035 und bietet unsere Stadt dazu genügend intellektuelle, kreative Voraussetzungen, damit es zum Wohle aller geschieht. Natürlich ist es ein demokratischer Prozess und jeder muss seine Schlussfolgerungen selbst ziehen, aber ich glaube auch gleichzeitig, dass die Linse für diese Projekte, damit sie wirklich gut werden, künstlerische sein sollten. Nicht nur, aber auch. Nehmen Sie einen Mann wie Peter Sellers. Der hat in Wien gemacht Mozart-Festival. Ja. Schon wieder Mozart. Großartig an den Pulsschlag unserer Zeit herangeführt. Mit den Menschen jeden Abend im Künstlerhaus diskutiert. Sich Zeit genommen. Und trotzdem sagt er, Freunde, Kunst ist nicht demokratisch. Ich treffe da eine Entscheidung, eine kreative Entscheidung. Wenn ihm die gelingt, bringt es die Menschen alle miteinander weiter. Gleichzeitig aber ist Kultur ein Prozess der Gemeinschaftsbildung und der Verhandlung, des Aushandelns. Und ich glaube, diese beiden Dinge müssen zusammengehen. Und vielleicht noch einen letzten Satz zu dem Scheinwerfer von außen. Der ist wichtig, der Scheinwerfer, aber ich glaube, es wäre auch wichtig, dass Sie zu einem bestimmten Zeitpunkt sagen, das ist unsere Strategie, die hat drei Baskets, drei Schwerpunkte, zum Beispiel Zukunft der Gerechtigkeit, ich gehe jetzt nicht ins Detail, also da ist die Strategie, wir sehen es von innen, jetzt brauchen wir auch Leute von außen, die uns helfen, in bestimmten Abschnitten der Entwicklung Verantwortung zu übernehmen. Man kann es nicht nur aus sich selbst herauslösen, weil Uganda, Kongo, da gibt es Beispiele, die sind so verwandt mit dem, was sie in Nürnberg bearbeitet haben, dass man die einbeziehen kann. Welthaltig, die Stadt daheim in der Welt. Sie können fantastische internationale Projekte machen, europäische und internationale Projekte, zu einer Strategie, aber sie können es nicht aus eigener Kraft allein machen. Ich glaube, das ist auch im Tun, also im Handeln. Und wenn ich das ergänzen darf, und gerade das ist der, sage ich mal, dieses Zulassen, das ist die Chance so einer Bewerbung. Ich muss immer wieder betonen, Sie haben das ja auch festgestellt, also ich glaube, Nürnberg ist hervorragend aufgestellt. Das darf ich sagen, das ist eine Gemeinschaftsleistung. Aber einfach die Chance wahrzunehmen und noch einmal zu sagen, und jetzt, in Anführungszeichen, bitte richtig verstehen, gönnen wir uns das auch noch einmal, indem wir uns auch vielleicht noch mal Formate zutrauen, die wir uns im Alltag weder finanziell noch verwaltungstechnisch noch sonst erlauben würden. Und das ist etwas, worauf diese Sujet Kulturhauptstadtbewerbung auf jeden Fall helfen kann. Ja. Herr Zerbeck. Ja,
Das ist alles richtig. Man muss allerdings darauf aufpassen, ob die Kunstform, die man wählt als Ausdruck, um Neues zu kreieren, um Leuchtpunkte zu setzen, Fackeln zu entzünden und den Weg zu finden, dass diese Projekte eben aus der Kultur- und Kreativszene, also oder nicht aus der, aber zumindest passend ist. Und Nürnberg war jetzt, klar, gibt auch Musik in Nürnberg und auch wichtig und auf einem sehr hohen Niveau, ist jetzt aber für mich jetzt nicht unbedingt das Bild, und das sehen auch wir eben in der Diskussion bei uns und den Bürgern nicht so, dass wir sagen, wir müssen jetzt ein klassisches Musikfestival oben drauf setzen oder wie auch immer. Also wenn wir uns etwas gönnen, dann sollten wir uns etwas in dem Kunst- und Kulturbereich gönnen, und ich sage immer Kunst und Kultur oder Kultur- und Kreativwirtschaftsbereich gönnen, was zu Nürnberg aus seinem Gen heraus passt und was uns da auch in die Richtung weiterbringt, wo wir hinwollen. Nicht um Leute anzusprechen aus Paris, wie Sie gesagt haben, warum soll ich nach Nürnberg fahren, sondern vielleicht auch aus der Überlegung, warum soll ich in Nürnberg leben in Zukunft. Und da sehen wir eben schon den Schwerpunkt bei der Kultur- und Kreativwirtschaft in Nürnberg, dass das nicht sichtbar ist, nicht genug sichtbar ist, dass wir eine unglaublich kreative Wirtschaft haben und wir uns nicht vor Berlin verstecken müssen in vielen Bereichen. Und da haben wir ein bisschen Sorgen vielleicht, wenn Sie von Kunst reden, dass eben die klassische bildende oder darstellende Kunst gemeint ist, wobei wir eben sagen, ja, Puma und Adidas ist mindestens genauso kulturell prägend und braucht genauso viel Input und Auseinandersetzung. Oder die Healthineers, also die Leute, die in der Ingenieure, die in der Medizintechnik arbeiten, brauchen genauso viel kulturellen Anbindung und Auseinandersetzung, weil sie für den Menschen etwas machen und mit den Menschen machen. Also deswegen nur ein bisschen da dran denken, nicht in Mozart zu denken. Das heißt, Ihr Kulturbegriff ist ein sehr breiter vom Ansatz her. Die Frage ist natürlich, wenn er sehr breit ist, wo fängt dann auch Beliebigkeit an, beziehungsweise wo die Informationen der Menschen sozusagen in so ein uferloses Sisyphus-Arbeitsbereich hineingeht, dass man sagt, wie erreichen wir die Menschen überhaupt? Nutzen sie beispielsweise soziale Medien oder gehen sie wirklich in Arbeitskreise und schauen, wer da kommt? Also wie funktioniert das rein praktisch, die Ansprache der Bürger bisher? Also von unserer Seite aus natürlich Social Media auf alle Fälle, Webseiten und eben wirklich hands-on Diskussionen führen, also in Plenen gehen und sich mit den Leuten auseinandersetzen. Aber durch das Engagement von einem harten Kern von 40, 50 Leuten, die eben aus dem Bereich von bildender Kunst über Theater bis eben auch aus den Kreativabteilungen von großen Firmen kommen, denkt man da vielleicht ein bisschen weiter. Ich denke, wir müssen uns nicht irgendwie groß diskutieren darüber, wo hört Kunst auf, also Kultur auf, wo ist die Grenze von Kultur. Wir haben da einen sehr pragmatischen Ansatz, dass wir sagen, die Kultur- und Kreativwirtschaft ist definiert. Und wer sich beteiligen will und als Kulturschaffender versteht, ist bei uns willkommen und in der Diskussion willkommen. Und ich glaube nicht, dass die Stadt da irgendwelche Probleme hat, wenn aus solcher Ecke Leute eben etwas dazu beitragen, zu definieren, wie wir gemeinsam leben wollen in Zukunft. Weil das ist Kultur am Ende. Das ist der einzige Kulturbegriff, der irgendwie keinen Widerspruch erzeugt. Migration ist auch ein Thema. Sie hatten es auch angesprochen, Herr Wagner, in Ihrem Referat, dass auch andere Städte natürlich mit diesem Thema arbeiten. Trotzdem die Frage, gerade aus Nürnberger Interpretation, gibt es eine spezielle Nürnberger Form, sich mit Migration zu beschäftigen, wo Sie sagen würden, das wäre eben genau die deutsche, die nürnbergische? Nürnberg hat sich ja neu erfunden als Stadt der Menschenrechte, schon vor längerer Zeit. Und jetzt haben wir sozusagen eine neue Entwicklung. Wenn Sie durch den Bahnhof gehen, sehen Sie auch Neubürger, die Sie das erste Mal optisch vor allem in Nürnberg so sehen, habe ich zumindest mitgeteilt bekommen von Bahnreisenden. Also das ist auch ein Nürnberger Stadtbild, womit man umgehen kann. Da kann ich nicht viel dazu sagen, weil ich die Situation zu wenig kenne in Nürnberg. Aber noch einmal, ich glaube, das Thema Migration und Integration ist ubiquitär. Das betrifft alle Städte. Das ist jetzt sozusagen gut, wenn Sie das
ordentlich, und ich glaube, Sie haben das ordentlich und auch kulturell scheinbar ziemlich weitreichend sozusagen bearbeitet und sind weiter dabei, es zu bearbeiten. Aber ich weiß nicht, ob es gut ist, das in den Vordergrund zu stellen für die Bewerbung. Ich sage es mal so, die europäische Fahne hat 12 Sterne. Ja? Und für dieses Jahr würde ich mir wünschen, sozusagen, da gibt es einen 13. Stern. Auf der Fahne Europas. Und das ist Nürnberg. Und dieser 13. Stern, der leuchtet ganz besonders. Und das können Sie nicht mit mehr vom selben lösen. Da muss was leuchten, funkeln und überspringen. Und es hat einmal mit Kunst zu tun. Der Unterbau muss gut verwobene Kulturarbeit sein, in den Stadtteilen und so weiter. Aber es braucht auch das Funkeln des 13. Sterns. Und da ist Migration ist ein wichtiger ein Subthema, aber kein Thema, glaube ich. Aber vielleicht liege ich völlig falsch, was Nürnberg betrifft, das weiß ich nicht. Sie wollten direkt dazu was sagen. Ja, zum Thema Migration. Ich glaube, wer Nürnberg gut kennt, weiß, dass das Thema Migration eben genau für Nürnberg nicht neu ist. Und weil es für Nürnberg nicht neu ist, haben wir Antworten dafür entwickelt. Und wir wären doof, wenn wir diese Antworten, die wir haben, die andere Städte noch längst nicht gefunden haben, wenn wir das nicht darstellen, mit kulturellen Projekten natürlich, wie Sie sagen, sonst sieht man es nicht. Man kann natürlich Bücher darüber schreiben, sind sicher auch geschrieben worden, aber ich weiß jetzt nicht die Zahl, wie viele Leute seit 1954, ich glaube, das ist die definitorische Grenze von Migration, nach Nürnberg gekommen sind, die per Definition eigentlich nicht Deutsche waren. Wobei diese Definition heutzutage eben Quatsch ist und so weiter und so fort. Also Nürnberg hat bewiesen, dass in der ganzen Postmoderne und mit Multikulturalismus eben ein Staat zu machen ist, zumindest eine Stadt zu machen ist. Und wir wären doof, wenn wir das nicht laut nach außen tragen. Direkte Replik darauf und dann öffnen wir das Podium. Ja, das ist also ja fast erklärt worden. Also Nürnberg hat eben gerade durch, jetzt im Kultursektor, durch die gute soziokulturelle Aufstellung, sage ich jetzt so mal martialisch, fast an der Stelle, fast für andere Städte auch Vorreiter-Symbolik. Und ich meine wohl, dass wir vielleicht in Zukunft auch nicht mehr über das Wort Migration, Integration, sondern mehr über Diversity reden, über das Thema, jetzt komme ich wieder zu dem Geschichtsmotiv, wie erklären wir die Dinge einer anders sich entwickelten, durchwachsenden Gesellschaft. Also das meine ich, das wird das Thema der Zukunft sein, aber nicht mehr das Thema Migration, wie wird es bewältigt oder wie integrieren wir Menschen. Das ist ein laufender Prozess, wie auch die europäische Dimension natürlich auch Grundlage in der Bewerbung wie ein roter Faden sein sollte. Aber ich wüsste jetzt auch nicht durch spezielle Projekte noch einmal das Thema, das wir auf das wir stolz sind, also das nochmal völlig neu aufzusetzen. Das muss mitgedacht und wie selbstverständlich muss das letzten Endes der Boden damit sein. Aber wir wissen das noch nicht. Also wir wissen noch nicht, mit welchen Projekten. Nein, nein. Und das Gute daran ist, wir sitzen hier und werden arbeiten ein paar Jahre und erst dann müssen wir die Antwort haben. Wir müssen sie nicht jetzt haben. Strategieentwicklung und Öffnung des Podiums gehen Hand in Hand, meine Damen und Herren. Wir sind an dem Zeitpunkt, wo Sie mitdiskutieren können. Ich werde das Mikrofon anreichen oder haben wir ein zweites oder drittes? Ansonsten kriegen Sie hier eins von mir. Und ich würde Sie auch bitten, vielleicht direkt zu adressieren, an wen Sie Ihre Frage stellen, sinnvollerweise. Wer möchte beginnen? Die erste Frage. Meine Frage geht jetzt möglicherweise an Herrn Wagner. Also Sie haben ja nun sehr deutlich, plakativ und verständlich dargestellt, worauf es ankommt und was man besser lassen sollte. Wenn ich jetzt nun daran denke, dass 2019, 20 die Entscheidung getroffen wird, gibt es da eine Gewichtung? Wir haben gehört, Nürnberg ist gut aufgestellt an verschiedenen Punkten. Gibt es eine Gewichtung, dass man die Dinge, die man heute anfassen kann, die es gibt, höher gewichtet als die, die dann ja noch in 5 Jahren bis 25 erarbeitet werden können oder die Visionen noch umgesetzt werden könnten? Also eine Antwort darauf hat zu tun damit, wie der Bürgermeister gesagt hat, oder glaube ich Sie, an einer Stelle, einen Intendanten braucht man frühestens ab 20 und ich glaube, das stimmt.
aber sie noch einmal in der Balance zwischen klugem Verwaltungshandeln, was sie in dieser Stadt, glaube ich, haben, und Durchzug, frischen Wind, neue Kreativität, neue Ideen. In dieser Balance ist es nicht schlecht, wenn Sie in der Projektentwicklung jetzt, in den bald, Menschen zuziehen, die diesen heilsamen Fremdenblick haben, Außenblick haben. Also das, glaube ich, wäre angesagt bald. Und das Zweite ist generell, dass man die Phase des Strategiesuchens nicht überdehnen sollte, wenn es geht. Also ich glaube, dass es auch leichter ist, partizipative Prozesse zu organisieren, wenn klar ist, was die Verantwortlichen für die Stadt gemeinsam mit den Stakeholders der Zivilgesellschaft, was die als die wesentlichen strategischen Elemente ansehen. Dann kann man sagen, okay, Vereine, Kirchen, Sport, Musikschulen und so weiter, was könnt ihr dazu beitragen, was wollt ihr dazu beitragen? Aber die Strategiedefinition muss, glaube ich, relativ bald jetzt erfolgen, in den Grundzügen. Und da, glaube ich, ist noch einmal ganz wichtig, dass man brutal offen und ehrlich ist mit diesen Schwächen und Stärken. Da spüre ich noch ein bisschen eine Vorsicht. Ich glaube, das ist die, sagen wir mal so, die Kehrseite von soliden Verwaltungshandeln, entschuldigen Sie, Frau Professor, ist manchmal eben auch so eine gewisse Vorsichtshaltung. Die ist schon gut, aber die ist dann gut, wenn sie Platz schafft für das Unerwartete. Dankeschön. Eine Frage hier drüben noch. Vielleicht kombiniert mit der Frage, die vorhin auch offen geblieben ist oder gestellt wurde, was ist für Sie typisch Nürnberg? Nur mal so vorab. Ja, vielleicht kann ich da gleich eine Antwort versuchen als Zugereister. Aber als Erstes möchte ich Herrn Wagner ganz herzlich danken, was man wahrscheinlich nur als Österreicher kann, mit so viel Charme so viel Wahrheit sagen. Das fand ich brillant, welche Fragen Sie gestellt haben. Was mir in der Diskussion aufgefallen ist, Frau Professor Lehner, Sie haben ein Stereotyp bedient, das heißt, wir sind besser als unser Ruf. Das ist was, was sich durch meine mittlerweile 25 Jahre in Nürnberg zieht, was ich dauernd erlebe, was ich auch erlebe, wenn ich mit Freunden spreche und die kommen dann zum Montero ins Palett und sagen, wow, sowas gibt es in Nürnberg, noch nie gehört. Meine Frage ist, müssen wir vor der Strategie nicht eine viel tiefer gehende Analyse machen, die nicht bei Genen aufhört, sondern die ganze DNA untersucht? Und da vielleicht zwei Aspekte. Ein Berufskollege von mir hat gesagt, es gibt den Nürnberger Bogen. Der hat den Nürnberger Bogen erfunden und das ist so eine nach unten hängende Oberlippe. Und ein zweiter Aspekt, den meine Frau immer gerne braucht, die auch zugereist ist und die sagt, in Nürnberg muss man immer erst was wegräumen, eine Tür aufmachen oder was aufmachen. Das gilt sogar für ein neues Museum. Da läuft man eigentlich vorbei dran. So, und meine Frage ist, welche Ursachen hat das? Wenn wir die nicht wirklich gut verstehen, im Sinne einer SWOT-Analyse, dann wird es uns auch extrem schwer fallen, eine gute Strategie zu entwickeln. Vielen Dank. Dankeschön. Möchte jemand darauf direkt antworten? Das war ein Statement. Ja. Ja, natürlich kann man darauf antworten. Ich meine, das ist ja der Punkt. Also gut, Stereotyp geantwortet, aber Sie empfinden das ja wahrscheinlich oder so haben Sie es bestätigt, dass Sie diese Bestätigung auch immer wieder hören. Das ist genau diese Stärken- und Schwächenanalyse, um die es jetzt geht. Und die muss natürlich auch mit einem Rahmen aus dem Verwaltungshandeln zunächst einmal passieren. Und an der Stelle sind wir dabei. Das ist natürlich Gremienarbeit. Das ist etwas, was auf der einen Seite noch nicht sehr kreativ wirkt oder nach außen wirkt. Aber das heißt an der Stelle eben auch einfach mal klarzustellen, wo empfinden wir aus den verschiedensten Blickwinkeln eben, wie gesagt, diese Schwächen, beziehungsweise wie könnten wir das dann auch noch einmal hineintragen in die breite Gesellschaft, diese Fragen zu stellen, hören, wir wollen hinhören, wo denkt ihr, nicht nur wo der Schuh drückt, das ist auch wieder eine Stereotype, sondern einfach ganz in uns Anlässe zu geben, dass wir diese Schwächen an der Stelle oder an der anderen eben noch einmal vertieft auf den Tisch legen können. Aber um das geht es letzten Endes, ist richtig.
Antwort auf ein Statement. Noch eine Frage vielleicht? Ja? Ja, bitte. Vielleicht kommen Sie mir etwas entgegen, weil die Kabellänge ist begrenzt, aber ich entwirre das mal. Vielleicht eine Frage an die Stadtverwaltung. Ist das das Einzige? Ich bin das erste Mal jetzt hier. Ich habe das ganz zufällig entdeckt. Also ich finde durchaus, dass wir den ganzen Prozess noch etwas sehr viel deutlicher kommunizieren könnten. Und ich glaube nicht, dass wir so viel Zeit noch haben, bis 100 Seiten geschrieben sind. Also ich befürchte eher, dass wir ganz, ganz schnell sein müssen. Die Frage ist, wahrscheinlich an die Stadtverwaltung kann Geld zur Verfügung gestellt werden, dass man vielleicht auch mit anderen technischen Equipment arbeitet, dass man vielleicht auch Schüler, Klassen einlädt und wirklich mal nutzt. Es gibt die Möglichkeiten, auf PCs oder auf, keine Ahnung, diese Tablets gleichzuschreiben, zum Beispiel, womit verbinde ich Nürnberg? Und dann kommt das sofort an die Tafel, dann sieht man 30 wahrscheinlich mit Lebkuchen und mit irgendwas anderes, dass wir auch durch die Nutzung von solchen neuen Medien einfach schneller vorankommen in dem Prozess der Stärken- und Schwächenanalyse und dann wahrscheinlich auch leichter in die Strategie übergehen können. Da sind Schulen, ja, Jugendliche eingebunden? Gerne. Also wir haben im Moment, das hat vor einigen Wochen, ging das an den Start, haben wir einen kleinen Filmwettbewerb, der sich genau an Jugendliche bis zu 25, also da spielen wir eigentlich auch wieder mit der Zahl, richtet. Und der Titel dieses Wettbewerbs lautet: Welche Farbe hat für dich die Stadt? Und an der Stelle eben auch kurz und prägnant möchten wir aus der Sicht der Jugendlichen, und das bewerben wir selbstverständlich, kommt auch in eine Jury, natürlich Antwort auf diese Frage, um eben hinzuhören. Dann sind wir dabei, und eine Menge passiert natürlich auch im Netz, aber wir sind auch dabei, eine sogenannte Wir-Bank zu erstellen, also eine Bierbank umgewandelt, mit der wollen wir auch unter anderem in Jugendeinrichtungen oder in Schulen und natürlich auch in andere Einrichtungen, wo sich Menschen begegnen, die jetzt noch nicht, sage ich mal, analog mit diesem Thema ins Benehmen gekommen sind. Und ja, Herr Nico Degenkolb ist dabei, also der könnte Ihnen jetzt noch viel mehr erzählen und eine ganze Reihe von Aktivitäten nennen, wo eben genau das passieren soll, was wir möchten, dass wir hinhören, dass wir reinhören und dass wir eben hoffentlich viele, viele Menschen einbinden, die uns auch ihre Probleme oder eben ihre Ideen an der Stelle kommunizieren. Herr Zerbeck, Mobilisierung, Information von Jugendlichen, Kindern vielleicht sogar? Also es war ja jetzt nicht nur, wie man die mobilisieren kann, sondern es war wirklich ein Arbeitshinweis, mit welcher Methodik man noch viel schneller eben diskutieren kann heutzutage. Also ich sage nur Wikipedia, ne? Also so eine Enzyklopädie also in Deutschland gibt es 1000 Wikipedia-Autoren eigentlich nur, ne? Aber zigtausende von Leuten, die halt immer etwas dazu beitragen. Ich bin jetzt so ein bisschen in der Position, dass wir auf der einen Seite sagen, wir haben eine Good Governance hier und deswegen möchte ich ein bisschen, werben wir auch bei den Bürgern dafür, kritisch zu sein und trotzdem wohlwollend gegenüber der Verwaltung, weil sie so gut gearbeitet hat die letzten 40 Jahre. Vielleicht ist es die Schwäche von Nürnberg, weil Berlin arm, ja, einfach eine zu gute Verwaltung zu haben, weil das ist wie Kinder, die nicht erwachsen werden und nicht rebellieren, wenn die Eltern halt toll sind. Ja, zu viel abnehmen. Also, ja. Also insofern müssen wir da jetzt vielleicht einfach noch mal 2-3 Monate warten. Vielleicht kommt es dann zu einer härteren Kritik, wenn das nicht Fahrt aufnimmt, weil auf der anderen Seite die verpackte Kritik von Ihnen oder die Warnung davor zu sagen, ja, eine Verwaltung, die sehr gut arbeitet, hat eben eingefahrene Verfahren, eingefahrene Methoden und so weiter und so fort. Und wir stehen jetzt vor einer Aufgabe, die wir bisher nicht hatten als Stadt und die auch die Stadtverwaltung noch nicht hatte. Und die Offenheit, neue Methoden auszuprobieren, muss eine Verwaltung auch erst lernen, sage ich jetzt vorsichtig. Aber wir sind eben dran, als Nürnberg 2025 von unserer Seite eben alles zu machen und rauszugehen, zu den Bürgern zu gehen, zu informieren und zu mobilisieren. Auch da, so eine Welle baut sich halt auf. Ich glaube nicht, dass wir zu spät dran sind. Aber gewünscht hätten wir uns schon, dass der Leiter des Bewerbungsbüros jetzt dann doch irgendwann mal kommt, damit wir da einen Ansprechpartner haben. Wir sind natürlich strategisch an einer ganz wichtigen Stelle tatsächlich, wenn die Frage, die sich mir stellt, ist, natürlich ist dieses Bewerbungsbüro die Schnittstelle zwischen der Verwaltung und der Bevölkerung und auch nicht nur der einheimischen Bevölkerung, gehört
Herr Wagner, genau dort so ein Querdenker hin, möglicherweise auch von außen? Oder ist gerade dieses Büro eher ganz analytisch und technisch denkend gedacht, dass sie quasi all das bündeln kann, ohne sich da kreativ mit einzumischen? Also ist der Büroleiter gleichzeitig der spätere Intendant oder sind das zwei verschiedene Personen? Müssen das zwei verschiedene Personen sein? Wie sehen Sie das? Weil es doch eine ganz wichtige personelle Entscheidung ist. Wer sitzt da künftig? Ja, ich glaube auch, dass das eine wesentliche Entscheidung ist. Ich habe auch irgendwo gelesen, das sollte im Sommer feststehen. Wahrscheinlich ist er unter, oder sie unter uns. Das Handhaben Städte sehr unterschiedlich und es gibt kein Patentrezept. Manchmal ist es eng an die Stadtverwaltung angeschlossen und sozusagen die Querdenker werden auch von oben gesucht und bestimmt. Und manchmal wird das ausgegliedert an eine GmbH zum Beispiel mit einer klaren Kompetenz, mit einem klaren Pouvoir. Ich weiß nicht, was für Nürnberg angemessen ist. Mein Eindruck ist, dass auf jeden Fall das Bewerbungsbüro, wenn es genauso handelt wie die Verwaltung, nämlich mit jedem Schritt sozusagen nachfragen muss, also beamtische Prozeduren, dann kann es passieren, dass das zu vorsichtig und zu langsam wird. Also da bin ich der Meinung, das ist sowohl administrativ als auch von den Ideen her oder von der Analyse, wie der Kollege gesagt hat, was sind denn eigentlich unsere Schwachstellen, günstig, wenn man in das Büro auch die Kompetenz von Exzellenz von außen hereinbringt, aber nicht den Intendanten, weil da haben Sie völlig recht, da haben Sie noch viel Zeit. Aber Leute, die zu der Strategie, zu bestimmten Projektelementen anreichernd, kritisch, fremd, neue Dinge einbringen. Ich kann Ihnen auch versprechen, es wird lustiger auf dem Weg zur Großstadt. Ich glaube, Nürnberg hat vielleicht auch psychoanalytisch gesprochen, da kommt jetzt der Wiener in mir zum Vorschein, ein bisschen Angst davor, vor diesem Wachstumsprozess. Also ich weiß nicht, wie viel Schrägheit, Buntheit, Schrillheit sie gerne hätten. Ich weiß aber, dass junge Leute in Städten gerne bleiben, wo nicht alles ausgemachte Sache ist. Ja? Also Richard Florida hat sich zwar jetzt schon entschuldigt für sein Buch The Creative City und meint, hätte vieles übersehen, aber recht hat er schon noch, dass kreative Städte auch lustigere Städte sind. Dazu gehört aber auch, keine Angst zu haben vor Europa, keine Angst zu haben vor der Größe, vor dem Großwerden, vor dem Städtischen. Ich habe, auslagern, Stärken der Kompetenzen, hineinnehmen von Leuten, die stören. Ich sage es ganz brutal. Also einmal, ich nehme das Lob mal jetzt wirklich gerne als Lob auch hin, dass wir eine starke und eine gute Verwaltung haben. Also das finde ich das Danke, weil das eigentlich die Politik sagt es uns nicht immer so. Also von daher empfinde ich das jetzt wirklich auch etwas als wirklich Positives. Aber ich darf jetzt Ihnen sagen, es ist, so hat es uns Oliver Scheidt, mit dem ich in engstem Kontakt auch immer so in meinem eigenen Hindenken war, immer beschrieben, es ist wirklich eine Herkulesaufgabe. Und diese Herkulesaufgabe, das muss man wissen, ist auch in der Verwaltung, es soll dann mal in der Gesellschaft auch so gelingen, ein Gemeinschaftsweg. Das schaffen Sie nicht nur mit ein paar Köpfen, sondern dazu müssen Sie ein wirkliches Instrumentarium aufstellen, damit Sie auch operativ, damit Sie wirklich operieren können. Und das haben wir längst getan. Also von der Seite kann ich auch den Trost spenden. Also wir sind wirklich zeitlich sehr, sehr gut dabei, ständig, täglich und haben das natürlich in verschiedenen Arbeitskreisen. Also die Schwerpunktarbeit liegt beim Bürgermeisteramt und beim Kulturreferat. Also so haben wir das Oberbürgermeister Mali und ich von Anfang an festgelegt, dass wir beide auch, und das sage ich jetzt auch nochmal so, im Moment die das Zugteam sind. Dahinter braucht es natürlich sehr viel Kreatives und auch Verwaltungspotenzial. Und mit Sicherheit werden wir auf Dauer uns auch, das sage ich ja oder habe ich ja schon anklingen lassen, immer wieder Kompetenz von außen
mit Einkaufen. Einkaufen ist ein scheußliches Wort. Und dazu natürlich eben die Animation hinein in die Bürgergesellschaft. Und dafür danke ich Ihnen auch von Herzen, dass Sie das aus eigenen Stücken gemacht haben, ohne Aufforderung von uns, dass Sie im Gegenteil versuchen, auch uns zu inspirieren und auf diesem Weg nicht nur zu begleiten, sondern auch mitzuhelfen. So muss es sein, so denke ich, ist das auch der richtige Weg. Und auch wir, danke auch an Sie, Herr Wagner, dass Sie uns offen und ehrlich, anders hat es ja gar keinen Sinn, hier Ihre Meinung platzieren, aber wir tun das auch ständig und spiegeln uns auch immer wieder mit denen, die Erfahrung haben. Also das ist jetzt nicht ein Weg, den wir so ganz alleine und in, sag ich jetzt mal, mit starken Muskeln gehen, sondern wir lassen uns tatsächlich auch immer wieder sagen, wie es richtig oder falsch ist. So, danke, auch wenn es weh tut sozusagen. Gibt es noch Fragen im Moment? Ja, dann machen wir da doch weiter. Das heben wir uns auf für nachher. Und dann hier mal noch. So, ich möchte mal Plädoyer für die Partizipation halten. Wir starten jetzt im September Workshops zur Kulturstrategie, organisiert von der Stadt, Kulturreferat. Da sind die Themen vorgegeben, über die diskutiert werden soll. Und soweit ich weiß, sind es 4 oder 5 Workshops. Und so stelle ich mir persönlich die Partizipation nicht vor. Also ich denke, wenn die Bewerbung der Stadt Nürnberg zur Kulturhauptstadt erfolgreich sein soll, dann müsste es eine offene Diskussion sein. Dann müssten in den Stadtteilen Foren stattfinden, ohne Themenvorgabe. Und zwar nicht nur die Kunst, Kultur und Kreativwirtschaft, sondern alle Bürger einbezogen werden, Ideen sammeln, bearbeiten. Aber also so wie es jetzt für mich rüberkommt, ist es eine Art gelenkte Partizipation und das halte ich für falsch. Ich lasse mich gerne berichtigen, ja. Frau Lena. Also ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Frage. Ich habe damit Gelegenheit, ein Missverständnis, von dem ich weiß, dass das kursiert, das auch falsch kommuniziert worden ist in der Presse, leider Gottes, aufzuklären. Ein Teil dieser Bewerbung für dieses sogenannte Bitbook, das wir abliefern müssen, ist die sogenannte Kulturstrategie. Das ist etwas, was, sagen wir mal, wie ein Pflichtenheft mit auf den Weg gegeben werden muss und das eigentlich festlegt, spiegelt, beschreibt, wohin die Reise für uns jetzt verwaltungstechnisch geht. Also es wäre ja zu unterstellen, unsere Dienststellen, ob Amt für Kultur und Freizeit, wir sitzen im Kunst- und Kulturquartier, völlig planlos unterwegs sind. Da hat man natürlich eine Strategie, eine gesamte Strategie, dass man also eben ein kulturelles Leben mit verschiedenen Schwerpunkten zugeschnitten auf die Stadtgesellschaft vorantreibt. Diese Strategie ist ausgeschrieben worden, wird von einem Unternehmen, das uns dabei unterstützt, auf den Weg gebracht. Und dabei handelt es sich in allererster Linie jetzt nicht um diesen sogenannten Partizipationsprozess, den Sie meinen, den wir für die Kulturhauptstadtbewerbung insgesamt wollen, sondern einfach für eine Beschreibung des Ist-Zustandes, von dem aus wir aus unseren Dienststellen, aus unseren Ämtern heraus sagen, welche Ziele in welche Richtung wir gehen wollen. Und das ist eigentlich eine Formalie, so beschreibe ich das jetzt einmal, die nichts damit zu tun hat, was Sie jetzt eben beschreiben und was wir tun wollen, die Bürger befragen in den Stadtteilen. Was stellt ihr euch vor? Wo sind die Defizite? Wo legen wir die Finger in die Wunden? Also das andere, das führt immer zum Missverständnis. Diese Strategie, das ist letzten Endes eben vom Ist-Zustand eben die Perspektive niedergeschrieben. Und das muss abgestimmt werden durch das Parlament. Also das heißt, das legen wir vor. Und das ist natürlich für Juroren dann eine Grundlage, dass die nachblättern können, sage ich jetzt sehr vereinfacht,
einfach der Wagner und sagen, erzählen die uns jetzt nicht in ihrer Bewerbung irgendwelche Luftschlösser, die sie nie realisieren können. Also da drin wird beispielsweise stehen, wie man mit dem Musikleben umgeht, Konzertsaalperspektiven etc. Also das ist dann mehr oder weniger wichtig für die Jury, dass die ermessen können, wo steht eigentlich diese Stadt im Großen und Ganzen. Diese andere Mitmachgeschichte, so wie Sie sie beschrieben, die beschreiben oder beschrieben haben und auch reklamieren, die passiert, aber das ist nicht in dieser Strategie gedacht. Ich hoffe, man hat es jetzt verstanden. War auch für die Presse schwierig zu verstehen. Und dafür ist aber ein Beirat gegründet worden, ein Beirat, der wieder unsere außerstädtischen Kulturinstitutionen je nach Themenschwerpunkten abbildet. Und da bitte ich auch um Verständnis, dieser Beirat muss natürlich irgendwie überschaubar bleiben und es wird nicht alle und jeder dabei sich wiederfinden können, aber das spiegelt eben leider jetzt so in dem Sinne nur das, was in dieser Strategie für dieses Papier verlangt wird. Aber der Herr Zerbeck. Ja, wie soll ich das sagen? Wenn man eben als Gestaltungstheoretiker drüber denkt, sagt man, naja, wie soll eine Stadtverwaltung, die ihre eigenen Interessen hat, eigentlich die Interessen der Bürger vertreten? Das ist ein bisschen schwierig. Wir können ja nicht wie in Mexiko, ne, da hat 98 Jahre lang die Partei der institutionalisierten Revolution geherrscht. Ja. Also das ist so ein Widerspruch in sich. Also wie schaffen wir Partizipation in einer relativ zufriedenen Bürgerschaft bei so einem schwierigen Thema. Das ist eine Geschichte. Wir hätten uns das schon auch anders vorgestellt, als die Stadt es im Moment macht. Und wir hätten schon gedacht, dass die Kulturstrategie nicht irgendwie so ein bisschen was ist, was das ist, was Sie jetzt beschreiben, sondern eben etwas ist, was die Perspektiven eher aufreißt. Aber das sind verschiedene Möglichkeiten, das zu machen. Wir müssen uns darüber Gedanken machen, ob wir überhaupt genügend Bürger haben, die mitreden wollen. Weil es geht jetzt nicht darum zu fragen, möchten wir die Wand jetzt grün gestrichen haben oder blau gestrichen haben. Ja? Und wie kriegen wir das hin, gemeinschaftlich? Und da nur auf die Verwaltung zu zeigen, finde ich ein bisschen schwach. Ich würde eher, Entschuldigung, aber da auf die Politik zeigen, weil es ist, soweit ich weiß, an den Parteibasen noch überhaupt nicht darüber diskutiert worden, in keiner der Parteien. Und der Stadtrat ist auch eher zögerlich, was die Diskussion angeht. Und in meinen Augen ist da so ein bisschen Defizit. Nicht die Verwaltung, ja, sondern der Stadtrat und die Parteien, die eigentlich die politische Meinungsbildung übernehmen sollten. Und dass wir jetzt von unserer Seite damit angefangen haben, ist eigentlich, sage ich jetzt mal, ich hoffe, die Bürgerschaft empfindet es als positiv und beteiligt sich möglichst weit, aber zeigt eigentlich auch das Schwinden der Integrationskraft von den Parteien. Und da lege ich mal die Finger in die Wunde und sage, wo sind die? Warum arbeiten die nicht? Warum kontrollieren die nicht die Verwaltung? Vielen Dank. Jetzt gehen wir die Frage an die Julia. Ja, ich würde die Frage gleich direkt an Sie richten, Frau Professor Dr. Lehner. Und zwar würde ich gerne wissen, wo Sie denn persönlich die Schwächen der Stadt Nürnberg oder jetzt besonders die kulturellen oder kulturrelevanten Schwächen der Stadt Nürnberg sehen? Also, ich habe am Anfang erwähnt, dass ich der Meinung bin, und jetzt kann man anderer Meinung sein, ich meine, ja, so rum, ich denke, es müsste uns gelingen, auf der einen Seite eben die Qualität unserer Kulturlandschaft oder eben unseres insgesamten Stadtbildes besser nach außen zu tragen. Ich hätte den Wunsch, dass man eben nicht nur so erfährt, ach was, ein Montero macht auch so ein Ballett und das in Nürnberg, sondern dass das ein Anlass ist, sich nach Nürnberg zu begeben und dass das vielleicht auch nicht nur Besucher, sondern eben auch noch viel mehr Kreative anzieht, die sagen, das ist ein Standort, an dem kann man einfach auch wilde Ideen ausleben. Da ist es möglich, letzten Endes, da ist ein Klima vorhanden, von dem Sie sprachen, da ist es ein Stück weit
noch wilder. Da ist eine Möglichkeit vorhanden, sich in Netzwerke hineinzubegeben, wo man einfach Dinge ausprobieren kann, die nicht selbstverständlich sind und die vielleicht sperrig sind und die nicht jedem sofort gefallen. Also dieses, sage ich mal, Klima, das ja bei uns vorhanden ist, aber das würde ich prägnanter mir wünschen, dass das einfach in der Wahrnehmung prägnanter vorhanden ist, über unsere eigenen Grenzen hinaus. Und das ist vermutlich, das würde ich als eine Schwäche bezeichnen. Ich habe ein Beispiel gehabt vor 2 Jahren, da gab es einen Innovationspreis oder mehrere Preise eben für wieder so kreative Ideen, die juriert worden sind in Stuttgart. Und dann war ich völlig erstaunt, das ging alles unter No Name, als man aufdeckte, dass da so viele Nürnberger dabei waren. Also aus dem Grafikbereich, also wirklich ein Potenzial, das in Zusammenarbeit, Herr Zerbeck hat es auch erwähnt, mit Puma, mit Adidas letzten Endes Kontakte hat. Und es ist hier einfach nicht das Gefühl vorhanden, dass es das gibt und dass die Notwendigkeit bestünde, an der Stelle vielleicht Möglichkeiten im Stadtraum zu schaffen, ja, dass das besser hervorgehoben wird. Das halte ich für eine absolute Schwäche. Und auch das, was Sie erwähnten, ich halte es für eine Schwäche. Ich bin 15 Jahre im Amt. Ich habe mir einmal richtig viel getraut mit einer Kunstaktion. Und das würde ich so gerne noch nicht nochmal für mich wagen, sondern einfach, dass diese Stadt sich etwas zutraut, worüber mit den Mitteln der Kultur gestritten wird, mit den Mitteln der Kultur, sage ich einmal, ein bisschen gepiesackt wird, damit man auch andere Themen damit einfach in den Dialog bringt und in die Kommunikation. Und diesen Mut halte ich für eine Schwäche, den hat man in anderen Städten viel, viel leichter. Aber da sind wir vielleicht zu solide oder da geht es uns zu gut. Ich weiß es nicht, was der Grund ist. Also diese Seite der Stadt würde ich gerne wachküssen oder ja, aufrütteln wollen. Der Mut zum Stuhl, ja. Gibt es Fragen, die damit in Verbindung stehen oder die vielleicht nochmal auf ein anderes Thema abzielen? Ja, ganz hinten, natürlich. Wir machen das möglich. In dem vorangegangenen Zeitungsartikel ist gesagt worden, dass die Außenwahrnehmung der Stadt Nürnberg mit der Innenwahrnehmung übereinstimmen muss, um eine gute Bewerbung abzugeben. Das ist doch richtig, ne? Habe ich das richtig verstanden? Und ich wollte mal darauf hinweisen, dass also da eine Diskrepanz besteht. Und zwar, es hat bezüglich des Reichsparteitagsgeländes im vergangenen Jahr eine Ausstellung in Berlin gegeben mit dem Titel Marschordnungen. Da gab es ein Modell, in dem also dieses Reichsparteitagsgelände im Maßstab 1:1000 dargestellt worden ist. Das Modell bestand daraus, dass die große Straße dargestellt war und das Märzfeld. Das ist praktisch der ganze Reichsparteitagsgelände gewesen. Und dies ist meines Erachtens die Außendarstellung und Außenwahrnehmung. Denn diese Ausstellung haben nicht Nürnberger gemacht, sondern die sind also in Norddeutschland gemacht worden von der Bielefelder Universität. Und da ist also etwas anderes dargestellt worden, als wir es hier in Nürnberg immer wieder präsentiert kriegen. In Nürnberg wird das Märzfeld ausgespart. Und das ist meines Erachtens ein großer Fehler. Ja, das Reichsparteitagsgelände wird mehr oder weniger durch die Karl-Schönleben-Straße begrenzt, das sogenannte innere Reichsparteitagsgelände, das nur 3,8 Quadratkilometer umfasst. Und das Märzfeld. Bitte? Ja, ich wollte darauf hinweisen, dass also diese Diskrepanz besteht und dass man die ausräumen muss. Und dass man also bezüglich des Reichsparteitagsgelände eben einen umfassenden Umgriff hier in der Stadt zustande bringen muss. Und die Bevölkerung,
die ist jahrelang oder jahrzehntelang bezüglich dieser Nazi-Ideologie, bezüglich des Reichsparteitagsgeländes, mehr oder weniger gedämpft worden. Und die haben nicht immer ja? Ich möchte da eine kleine Geschichte dazu erzählen, die vielleicht ein bisschen mehr über Nürnberg auch aussagt, als diese Fokussierung auf die Gebäude, die dahingestellt worden sind. Der Anteil der Stadt Nürnberg oder der Bevölkerung von Nürnberg an dem, was da jetzt noch steht, ist nicht ganz klar. Aber ich weiß nicht, ob jemand, wer von Ihnen weiß, dass der Tiergarten Nürnberg früher auf dieser Fläche war. Und der Tiergarten Nürnberg war ein nicht eben von irgendeinem Herrscher gegründeter Tiergarten, sondern von den Bürgern gegründeter Tiergarten. Er gehörte den Bürgern. Und die Bürger der Stadt Nürnberg haben es geschafft, den Nazi-Größen abzutrotzen, dass sie nur den Tiergarten dort aufgeben, wenn sie dafür einen neuen bezahlt bekommen. Und der Tiergarten, den wir jetzt oben haben am Schmausenburg, ist von den Nazis bezahlt worden, weil sie anders nicht das Gelände frei bekommen hätten von den Nürnbergern. Das ist auch eine Geschichte, die dazugehört. Das heißt, diese Gebäude, die da rumstehen, sagen viel über die Nürnberger Geschichte aus, sagen aber ohne Reflexion, was der Nürnberger Anteil daran war, an dem Geschehen, relativ wenig aus. Vielen Dank für diese Ergänzung. Unsere Zeit ist vorbei, die wir diskutieren wollen. Es sind alle Diskutanten aber dann anschließend noch da für ein persönliches Gespräch. Möchte ich jetzt gar nicht abwürgen. Und wer sich das tatsächlich nochmal anschauen möchte oder weiterempfehlen möchte, den Mitschnitt gibt es natürlich im Internet dann in Kürze zu sehen. Ich würde Ihnen empfehlen, an dieser Talkrunde weiter dran zu bleiben, denn es war natürlich nicht die letzte. Für heute vielen Dank an Herrn Wagner für seine Impulse, die er uns mitgebracht hat, auch für die vielen offenen Fragen, die wir nur ansatzweise an Sie weitergeben konnten, aber vielleicht möchten Sie sie gerne selber beantworten, möglicherweise im Forum vom Philipp Zerweck sich anzumelden, ansonsten auch natürlich über Facebook den Kontakt digital. Vielen Dank, Frau Kulturreferentin Lehner, fürs Mitdiskutieren. Und die nächsten Termine möchte ich gleich mal ansagen, weil die sind schon nächste Woche. Am 20. September geht es weiter mit Let's Talk. Da ist der Leiter der Bewerbung von Leeds 2023 zu Gast. Also die haben nicht mehr so viel Zeit und sind vielleicht noch stärker in dem Projekt, in der Projektphase, die wir auch heute schon angedacht und andiskutiert haben. Und dann am 28. Oktober noch mit Silvia Nortsch von der Forschungsgruppe Local Operations Network zum Thema Nachhaltigkeit in Kulturhauptstädten. Alles andere natürlich auf 2025 im Internet. Vielen Dank, das war mein Part. Sie dürfen gerne noch was sagen. Ein Termin von unserer Seite: in 2 Wochen in der Theater Pfütze ist wieder ein offenes Plenum für alle Leute, die sich eben als Bürger beteiligen wollen. Nicht nur Leute, die wegen Theater dorthin kommen, aber dort trifft sich hauptsächlich die Theaterszene. Danke, dass ich das noch kurz anmerke. Der Arbeitskreis hat auch kein vorgegebenes Thema oder irgend sowas, sondern ist ganz offen. Gut, nur um die Sorgen zu nehmen. Vielen Dank, dass Sie da waren. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Wir auf Wiedersehen. Danke. Vielen Dank.